Im Moment ist Corona in aller Munde und jedes Kind weiß, dass man sich mit körperlichen Erkrankungen leicht anstecken kann. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie das mit psychischen Erkrankungen ist? Kann man sich da auch anstecken? Die Antwort lautet Jein. Und um das zu erklären, stelle ich euch heute eine eher seltene psychische Erkrankung vor, die induzierte wahnhafte Störung oder auch Folie à deux. Bei der induzierten wahnhaften Störung gibt es eine dominierende Person. Diese Person ist psychotisch. Und es gibt eine zweite Person, das ist die induzierte Person. Diese Person kann psychisch krank sein. Sie kann zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung haben oder generell seelisch instabil sein. Sie kann aber auch komplett psychisch gesund sein. Was genau bei einer induzierten wahnhaften Störung passiert, zeige ich euch jetzt. Das ist die dominierende psychotische Person. Und das ist die induzierte nicht psychotische Person. Bei der induzierten wahnhaften Störung ist es so, dass beide Personen normalerweise relativ abgeschnitten von anderen Menschen leben und in einem sehr engen Verhältnis zueinander. Oft sind das Familienmitglieder. In dieser Abgeschiedenheit, in der die beiden Personen leben, übernimmt die nicht psychotische Person plötzlich psychotische Symptome. Beide Personen teilen sich nun ein Warnsystem. Das heißt, sie haben die gleichen Wahnvorstellungen, die gleichen Halluzinationen und sie bauen sie auch noch aus und bestärken sich darin. Wie kann man nun diese beiden psychotischen Personen retten? Das ist relativ einfach. Man trennt die dominierende Person von der induzierten Person. Die induzierte Person kommt in ein gesundes Umfeld und wird behandelt. Und die Chancen stehen relativ groß, dass die Symptomatik, also die Wahnvorstellungen und die Halluzinationen wieder verschwinden. Bei der dominierenden Person ist es natürlich auch wichtig, schnell eine Behandlung einzuleiten. Möglich ist zum Beispiel eine Behandlung mit Antipsychotika und später mit Psychotherapie. Wie viele Personen in Deutschland an der induzierten wahnhaften Störung leiden, ist völlig unklar. Es ist sehr schwer, diese Personen zu zählen und richtig zuzuordnen, weil bei allen anderen psychischen Erkrankungen ja dieser Fakt, dass zwei Personen zusammengehören und zusammen krank sind in einem Warnsystem, das gibt es sonst bei anderen psychischen Erkrankungen gar nicht. Man schätzt, dass maximal 1,7% aller Patienten in Psychiatrien betroffen sind. Früher steckte man die induzierte wahnhafte Störung in die Kategorie infektiöses Irresein. Aber ist das richtig? Ist diese Krankheit wirklich eine Infektionskrankheit? Dazu klären wir einmal kurz, was eine Infektion überhaupt ist und wie die funktioniert. Bei einer Infektion gelangen Krankheitserreger in den menschlichen Körper. Dazu zählen zum Beispiel Viren, Bakterien, Pilze, aber auch verschiedene Parasiten. Diese Krankheitserreger werden durch Kontaktinfektion, durch Schmierinfektion und durch Tröpfcheninfektion übertragen. So verbreitet sich eine Krankheit relativ schnell unter relativ vielen verschiedenen Menschen. Was spricht jetzt also dafür, dass die induzierte wahnhafte Störung, so wie sie früher genannt wurde, eine Infektionskrankheit ist. Dafür spricht zum Beispiel, dass sich beide Personen den gleichen Wahn teilen. Eine Person übergibt ihn quasi an eine andere Person und es ist im Prinzip die gleiche Krankheit, die weitergegeben wird. Allerdings spricht noch viel, viel mehr dagegen, dass psychische Krankheiten, auch insbesondere die induzierte wahnhafte Störung, Infektionskrankheiten sind. Denn wenn die beiden Personen getrennt werden, dann hören die Wahnvorstellungen und Halluzinationen bei der induzierten Person auf.
Das heißt, bei der Person, die als zweites die Psychose bekommen hat. Ist es zumindest, wenn diese Person richtig behandelt wird und sich das Ganze nicht chronifiziert. Das heißt, wenn man eine Person wegnimmt, dann ist die andere wieder gesund. Das spricht klar gegen eine Infektion, denn so funktionieren Infektionen einfach nicht. Bei psychischen Krankheiten gibt es natürlich auch keine Schmierinfektion oder Tröpfcheninfektion oder Kontaktinfektion. Es gibt eigentlich gar keine Krankheitserreger, die von einer Person zur anderen Person wandern. Stattdessen ist es so, dass die dominierende Person, die zuerst die Psychose hat, ihre Wahnvorstellungen der anderen Person aufdrückt und versucht, sie davon zu überzeugen. Was ist nun das Fazit? Erstens, es gibt kein infektiöses Irresein. Das existiert einfach nicht. Das ist ein Begriff, den es früher gab. Aber psychische Erkrankungen kann man nicht wie Infektionskrankheiten übertragen. Das funktioniert nicht. Auch wenn es zweitens Krankheiten gibt, bei denen das so wirkt, weil die Symptome von einer Person auf die andere Person übergehen können und auf einmal beide Personen psychisch krank sind. Aber alles in allem sind psychische Krankheiten nicht so einfach übertragbar und ganz anders als körperliche Krankheiten, zum Beispiel auch ganz anders als Corona. Ihr müsst euch jetzt übrigens keine Sorgen machen, dass ihr, weil ihr Abstand zu anderen Menschen haltet, auf einmal eine induzierte wahnhafte Störung bekommt. Für eine induzierte wahnhafte Störung muss dieser Abstand zu anderen Menschen schon lang und extrem sein. Und außerdem betrifft eine induzierte wahnhafte Störung, wie gesagt, nur sehr, sehr wenige Menschen. Also ihr da draußen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bleibt sicher, bleibt gesund. Vielleicht bis zum nächsten Mal.